Hey, bleib da. Hallo. So. Und Seelenzaunken. So, Energie wieder voll. Oh, da. Hey, komm her. So. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte doch gerade irgendwas sagen. Na, vielleicht fällt es mir später wieder ein. Das hatte aber irgendwas mit... keine Ahnung. Ich komme darauf zurück. So, jetzt aber erstmal raus hier. Und hier noch eine Seele saugen. Oh, zwei Seelen sogar. Diese Portale bilden deine Verbindung zwischen der spektralen und der materiellen Ebene. Mit ihrer Hilfe kannst du Materie sammeln und Kraft deines Willens in der körperlichen Welt Gestalt annehmen. Das wird dich jedoch anstrengen. Dafür musst du erst ganz bei Kräften sein. Um auf diese Ebene zurückzukehren, brauchst du keine Verbindung. Du kannst deine körperliche Hülle jederzeit zurücklassen. So, das will ich natürlich gleich mal demonstrieren. Glyphmenü, wir haben hier folgende Magien. Der Wechsel. Dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Glyphen-Magien, die wir noch erbeuten können. Und die will ich natürlich alles sammeln. Darauf will ich gleich schon mal hinaus. Ich werde versuchen, alles einzusammeln, was geht. Glyphenmagie will ich euch zeigen, wie man sie holen kann, etc. 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 Und alle Materien. Dann wollen wir mal. Wir müssen auf ein Portal, dann die Enter-Taste. Und jetzt können wir in die materielle Welt, beziehungsweise in... Wie soll man das sagen? Sieht es einfach wie Shadow Man an. Jetzt können wir ins Reich der Lebenden, da wir im Reich der Toten sind. Sorge dafür, bei Kräften zu bleiben, um deine Manifestation in der körperlichen Welt zu verlängern. Nimmst du nichts zu dir oder trägst du zu viele Wunden davon, löst sich diese vergängliche Hülle auf. So, jetzt sind wir in der materiellen Welt. Wir leiden hier allerdings unter Energieverlust, was halt ein bisschen blöd ist. Und schaut euch die Symbole an, die haben wir schon im Tor gesehen. Ja, Seefon, da kommen wir noch hin. Und was ich euch auch zeigen will, ist, wir können jederzeit in die Geisterwelt zurückkehren. Hier gab's doch... So, und jetzt warten wir ein bisschen und schaut auf die Lebensanzeige. Ich gehe extra mal hier ins Dunkle. Sie fühlt sich ganz langsam voll, seht ihr das? Gerade hat sich wieder ein Strich aufgefüllt. So, aber am schnellsten geht's, wenn wir Seelennahrung zu uns nehmen. Dann wieder immer auf die Portale. Nein, auf die Portale und wechseln. So, dann gehen wir weiter mit Raziel. Lalalala. Du bist noch jung, Raziel. Doch haften dir viele deiner vampirischen Schwächen an. Wasser bringt dich zwar nicht um, doch deine körperliche Hülle löst sich auf und du musst in die Geisterwelt zurückkehren. Wisse, dass Wasser auf der spektralen Ebene weder Gewicht noch Auftrieb hat. Es ist so dünn wie Luft. Also in diesem Spiel gilt natürlich, Wasser ätzt wie Säure. Und Kontakt mit Wasser bitte schön vermeiden. Immer vermeiden. Na, komm. Was sind das für Kreaturen? Erkennst du sie nicht? Das sind die Kinder deines Bruders Duma. Das ist nicht möglich. Dies abscheulich wimmelnde Gezücht kann nicht von unserem hohen Blut abstammen. Glaubst du denn, die Zeit stand still für dich, Raziel? Vieles hat sich geändert, seit du die Welt der Menschen verlassen hast. Und schwupp. Und rüber. Einen Moment. Also hier, damit ihr seht, ne? Es ist immer noch Tutorial. Schwächen meiner Gegner waren mir bekannt, da ich selbst darunter gelitten hatte. Körperliche Wunden gehen vorüber. Das unsterbliche Fleisch eines Vampirs schließt sich in dem Moment, da die Wunde geschlagen wurde. Vampire müssen nur Wunden fürchten, die pfählen oder brennen. Wasser ätzt wie Säure und Neulinge richtet die Berührung der Sonne zugrunde. Je nach Gegner würde ich meine Taktiken anpassen müssen.
Das Problem ist, ich bin ein bisschen noch in der Steuerung von Blood Omen 2. Was bedeutet das bei mir F, wo tödlicher Angriff ist, den ich hier nicht ausführen kann, noch nicht, dass ich hier versucht habe, Angriffe zu blocken, was natürlich nicht geht. Gehen wir erstmal hier nach hinten, weil irgendeiner wird dumm genug sein. Vom Fleische befreit, entflieht die Seele jedes Wesens auf die spektrale Ebene. Atme sie rasch ein, Asien, sonst wirst du hier folgen müssen. Oh ja, das stimmt. Ist mir hier. So. Oh, das ist auch dumm genug in Sonnenlicht. Also Sonnenlicht macht uns nichts aus. Was ich schon mal cool finde. Wir können hier versuchen, uns aufzuspießen. Geht nicht. Tut uns auch nicht weh. Deine körperlichen Fähigkeiten sind viel größer als zu Lebzeiten. Nun kannst du selbst massive Hindernisse mühelos zur Seite schieben. Nur Wasser schadet uns und gegnerische Angriffe. So. Wir können durch einen kurzen Druck auf A einen Gegenstand verschieben. Wenn wir A gedrückt lassen, hauen wir die Clown rein und wir können einfach mal hier so den Block verschieben. So. Und hopp und... Zweimal rüber. Perfekt. Und hab. So. Zack, 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 zack. So. Wunderbar. Auch das hatten wir geschafft. Oh Gott! Das Heiligtum der Clans. Verfallen zu Ruinen. Hinter diesen Mauern standen einstmals die Säulen von Nosgoth, das Reich Kainz. Wie kläglich es mir nun erscheint, zu Staub zerfallen all die Pracht der goldenen Tage. Wurde ich nicht eben erst befreit? In dieser kurzen Spanne zwischen meiner Hinrichtung und meiner Auferstehung lagen offenbar Jahrhunderte. Katastrophen erschüttern diese Welt. Die Natur leistet Widerstand gegen die schmarotzenden Legionen Kainz. Ein einziger Augenblick reichte Kain, um das Schicksal dieser Welt zu besiegen. Kain war nicht willens, sich selbst zu opfern, um das Gleichgewicht in Nosgoth wiederherzustellen. Daher verurteilte er die Welt zu diesem Verfall. Damals begann die Auflösung. Nun ist sie fast vollendet. Nosgoth taumelt am Rande des Zusammenbruchs. Die empfindliche Balance ist zerstört. Also ne, will ich hier gleich mal so anmerken, das Spiel spielt im Jahre 2000 oder 3000 nach Null. Ist also schon etwas, also länger her. Wir können hier den Speer ablegen, wir können ihn aufnehmen, mit F können wir ihn wurfbereit halten. Wenn ein Gegner etwas weiter weg ist, mit F können wir zielen, wir können noch mit der Ego-Perspektive so zählen, und dann loslassen, werfen. Und Volltreffer. Und du gehörst uns. Und die Waffen sind nicht kaputt. Man kann sie jederzeit wieder nehmen. Die Tore des Heiligtums ließen sich nicht öffnen. Sie waren entweder von innen verschlossen oder zugerostet. Ich musste einen anderen Weg hineinfinden. Jo, da kommen wir auch noch hinein. Mach dir keine Gedanken. Was haben wir hier? Aha. Die Seelen immer schön einsaugen und dann erst die Waffe nehmen. Warum? Das zeige ich euch jetzt gleich. So. Wunderbar, weil wenn wir jetzt die Waffe nehmen, dann wird... Hey. So. Dann wird unser Gegner wieder geboren, sozusagen. Also erst deswegen die Seelen einsaugen und dann... Außer jetzt kann ich die Waffe eigentlich weglassen, weil der Kerl stört mich die ganze Zeit. Also der respawnt sich immer und immer wieder. Deswegen einfach nur abfehlen. Und ihn einfach verrotten lassen. Die Seele, die verschwindet dann in die Spektralwelt, in die Geisterwelt. So. Und diese Türen immer schön als erstes aufsuchen.
Warum? Ja, weil es hier nämlich ein Tor gibt. Tada! Der ewige Abgrund. Oder der Strudel... Der Abgrund des ewigen Strudels oder... Ach. Bla bla bla. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, wie man diesen Abgrund nennt. Den Abgrund des ewigen Strudels. Ja, auf jeden Fall Raziels Grabstätte. So. Jetzt haben wir auch keine Probleme mehr. Der ist und bleibt tot. Und wir kriegen noch andere Waffen. Dies zumindest blieb gleich. Der endlos wirbelnde Strudel des Abgrunds. Mein Grab. Stätte meiner Wiedergeburt. Zwar hatte sich die Landschaft aus Gott stark verändert, doch dank dieser Klippen wusste ich, wo ich war. Das Gebiet meines Clans lag im Westen. Gespannt erwartete ich Neuigkeiten über das Schicksal meiner Nachkommen in den vergangenen Jahrhunderten meiner Abwesenheit. Also, was ich noch anmerken möchte, ganz kurz. Na toll. Lass mal hier weg. So. Also, das Rauschen im Hintergrund, das hat mich jetzt gerade ein bisschen gestört, um zu erklären. Es gibt drei Vampirarten. Einmal die normalen, die schwachen. Dann die mit den roten Augen, die haben mehr Erfahrung, sind auch stärker. Also, je nach Vampirclan. Und natürlich gibt's auch Endbosse in dem Spiel, beziehungsweise unsere Brüder, die wir alle vernichten müssen. Nein, wir wechseln nicht in die Spektralwelt. Das Dumme ist nur die Kameraansicht. Die ist ein bisschen... Also das ist jetzt ein unerfahrener Vampir. Erst schwach. Ey. So, und brennen. So. Wir haben eine erloschene Fackel. Mal sehen. Gibt es hier eine Feuerstelle? Na, ganz toll. Hier. So, dann wollen wir mal... Also die sind schon etwas stärker. So, was wir machen können, wir können nur angreifen und wir können nur ausweichen. Ansonsten können wir nichts. Na. So, na, 1, 2 und 3 und zack, du bist weg. Hey. Und du bist weg. Und jetzt schnell. Einzaun. Weil wenn ich das richtig weiß, bleiben die Seelen nicht ewig. Wunderbar. Erhalten. Die Feuerstellen, die tun uns nichts. Wir können hier Vampire hineinbefördern. Ach, wie schön das doch ist. Richtig schön warm. Und erloschene Fackeln, die können wir hier jederzeit wieder anzünden. Ja, die steht voll in der Gegend rum. Alles verwüstet, mein einstmals stolzes Geschlecht von dieser Welt gewischt wie Exkrement von einem Schuh. Ich kannte die Hand, die dies getan. Jo, das ist Raziels Clan, beziehungsweise die Überreste, was Raziels Clan war. Es war klar. Ey. Komm. Also die Erfahrenen, die sind eigentlich relativ schlau normalerweise. Na, komm. So. Gefällt. An dich. Au. Mit F packen wir die Gegner und wir laufen mal mit dem Feuer. Seele. Oh, gerade noch.